Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, wir wurden hier von einigen Elementaren überrascht in der letzten Folge. Da sind aber noch ein paar am Leben. Wir hatten jetzt diesen einen Erwachten hier gekillt, zwei Waldelementare und einen hier Erdelementar mit Leersalzen. Und da vorne müsste noch irgendwo ein Elementar sein. Da kriegen wir nicht auf. Werden wir niemals aufkriegen. Und ich glaube, wir müssen dafür vielleicht doch hier rum. Kann das sein? So. Die halten aber auch mittlerweile nicht mehr so viel aus. Die machen noch ordentlich. So. So, die Leersalze nehmen wir wieder mit. Ich habe so das Gefühl, damit können wir was anfangen. Und jetzt einmal kurz warten, bis unsere Gesundheit wieder voll ist. Ist das ein Bandit oder Speicher vorsichtshalber? Ne, das sind Erwachte. Aber ich will das hier mir ansehen. Was ist das hier? Mana-Tümpel entdeckt. So, Genesungstrank, Goldbarren, Leersalze. Silberstahlkriegsart. Set der Gefallenen, Klauen der Gefallenen. Der ist nochmal be. Elegie der Gefallenen, Setbonus. Was? Ich habe einen Setbonus? Set der Gefallenen, Echo der Gefallenen und Clown der Gefallenen. Set von Zelna, Zelnas Bastion. Affinität Klingenbrecher. Hat er gefallen? Clown da gefallen? Noch einmal. Hä, ich habe das jetzt zweimal hier. Wird Ausdauer. Okay. Okay, finde ich bis jetzt nice, dass wir jetzt einen Set-Bonus haben. Und da vorne gab es ein paar Gefallene. Verlorene, meine ich. Was ist wohl das beste Set, das man abbiegen kann? So. Warum sind die alle. Warum sind die nackig eigentlich? Hier haben wir ein Grab. Verdächtigen Erdhaufen. Graben wir mal. So, Groschen, Rubin. Nice. Wessen Grab ist denn das? So,
vorsichtshalber nochmal schnell speichern. Nur um sicher zu gehen. Hier müssten wir jetzt an der Straße wieder da sein. Da haben wir auch direkt schon den nächsten Weg. Warte mal. Kenne ich den? Kenne ich das hier nicht sogar? Ah, ne, okay. Ich habe das mit einer anderen Straße verwechselt. Hier sind überall diese. Okay, die Musik war ganz kurz anders. Wohl, warte. Kann sein, dass ich das vielleicht doch kenne. Weil das hier. Ah, ja, okay. Hier sind wir wieder. Bei den. Genau, der Lichthain, wo die Skaraks drinne waren. Und dann war hier irgendwo. Genau, doch, an der Brücke hatten wir gegen den Dings hier gekämpft. Wie heißt er da nochmal? War doch die Brücke, oder? Ich glaube, das war die Brücke. Ich glaube schon, ja. So, dann fehlt uns noch der der Bereich hier. Und dann der Kristallwald. Und das Wrack der Morgentau finden nach und nach Hinweisen auf Taras Verbleib untersuchen. Aber wir gehen erstmal hierhin weiter. Wie viel können wir eigentlich noch tragen? Okay, tragen können wir noch ein bisschen was. Sind zum Glück nicht zu sehr überladen. Ah, doch, doch, das ist es. Das ist es, wo wir hier gekämpft hatten gegen den einen Werwolf. Genau, hier sind wir. Immer wieder hier hingesprungen sind, weil wir anders gegen denen uns nicht zu helfen wussten. Genau, und hier ist noch ein Waldelementar, den wir erlegt hatten. Dann sind wir jetzt eigentlich im Grunde im Kreis gelaufen. Der Braunbär liegt hier noch, finde ich auch super. Komischerweise war hier jetzt nichts, aber ich gehe nochmal zurück. Wir müssen da entlang. Kann das sein? Ja, ich glaube schon. Und da vorne ist auch eine Burg, wo wir noch nicht waren. Okay, ist auch sehr interessant, der Weg hier. Da
sind noch Zelte, Lager. Ist der tollwütig oder nicht? Pfahlstern. Pfahlstern. Da sind mehrere Lager, okay. Pfahlstern. Aber wohin führt der Weg? Abgesehen von den beiden Zeltlagern, die Hütte und den Turm. Und können wir den Baumstamm als Weg nutzen? Da war blauer Pilz, eine Eisplanke. Ja. Ja. Ja, komm. Das schaffst du. Okay, ich glaube, hier oben zu sein bringt mir nichts. So, dann gehen wir wieder runter. Sehr schön. Nachtschatten können wir hier auch wieder mitnehmen. Was haben wir hier? Ein Groschenbeutel. Und noch mehr verloren. Warte mal, was ist das denn für eine... Achso, ich dachte schon, der hätte jetzt... So. Ich hatte jetzt kurz gedacht, das sei Streitkolben. So, wie kommen wir zu der Burg? Davon haben wir zwei Lager. Also einen direkt hier. Und dahinter auch noch wahrscheinlich eins. Weiter oben gehe ich mal von aus. Türenlager. Jetzt die haben ihren eigenen. Die haben hier einfach ihr eigenes Lager. Ja, wieder auf Leben. So, Truhe Lehrling. So, Groschen. Stärkertrank. Für 900 Sekunden auch um 20 verbessert. Silberstahl kriegt Axt. Schaden 27. Was macht meine Waffe für einen Schaden? 27. Gewicht 15, Gewicht 11. Egal, ich bleibe bei dem Skarat, der macht Giftschaden. So. Noch ein Ruhmsteigkolben des Arkansons. Ich nehme den mal mit. So, und... Schwere Rüstung um 1 auf 38 erhöht. Nice.
Okay, ich glaube, zu dem Lager kommen wir erstmal nicht. Zumindest nicht auf die einfache Art. Achso, das war ein Granitlicht. Ja, natürlich. Autsch. So. Weg mit euch. Autsch. Kämpfe, Elende. Das wirst du bereuen. So, da hinten war noch einer, da oben ist noch einer. Out. So. Daneben. Out. So, das nehmen wir mit. Kohl nehmen wir mit. Wo ist sein Kollege? Egal, wir erledigen erstmal die Person. Und Kopf ab. Was ist das hier? Kloster Westgard. Das ist ein Kloster. Will ich hier rein? So, aber wo ist jetzt... hier war doch noch einer irgendwo. Den ich erledigt hatte. Hier. So, Menschenfleisch. Geht's hier weiter? Jetzt automatisch speichern. Apropos, warte mal. Wir müssten Punkte haben, oder? Zwei Erinnerungspunkte, die ich nicht ausgegeben habe. So, Knochenbrecher, nee. Klingmeister. Gemetzel. Kampfhaltung. Kritische Treffer. Haben wir schon. Abwehrausmaß. Erhöht eure Chance, einen blockenden Gegner einen kritischen Treffer zu landen. Um 15%. Machen. Was ist das? Wirbelkling? Angriff? Nee. Haben wir schon? Haben wir schon? Was ist da? Brutaler Schlag. Welche Angriffe aus dem Stand mit Einhandwaffen verursacht 50% Schaden? Hey, was da oben? Welche Angriff mit einer Einhandwaffe aus dem Rückwärtslauf heraus hat er 25% das Ziel zu lähmen? Klingt Tanz. Wenn ihr innerhalb von 10 Sekunden nach Wirken des Talents 5 Treffer landet, verursacht der letzte Treffer massiven Schaden und am Gegner zurück. 35 Punkte zusätzlichen Schaden, 55 Punkte zusätzlichen Schaden und 75 Punkte zusätzlichen Schaden. Und hätten wir hier Doppelbogen. Und vor allem kraftvoller Angriff mit 2 Einheiten. Nee. Ich würde das hier machen, den Klingkampf. Okay. Habe ich beim letzten Mal wohl vergessen, einen Punkt da noch auszugeben. Ja.
So. Dann wollen wir da mal reingehen, ne? Beziehungsweise haben wir hier draußen schon alles gelootet. Hier geht es ja auch noch nach oben. Vielleicht gibt es hier ja was. Irgendwas versteckt. Oder hier. Ja, hier gab es noch was. Lederstreifen, riesiger Rucksack. Tour durchsuchen. Bauplan Feinstahlschuhe. Blumenstreitkolben, Silberschwert. Goldbar. Okay, Kloster Westgard. Mal gucken, was es im Kloster so gibt. So, wenn ich jetzt alle nach da hinten mache. Keine gute Idee. Obwohl, die sehen uns hier nicht. Ich lock die mal nach da hinten hin. Eine Person ist schon tot. Hier ist Licht und die sehen mich nicht. Der kommt hoch. Oder? Oder geht er wieder runter? Ne, der geht wieder runter. Mist. Ich habe nichts gesehen. So. Und dafür jetzt alle tot. Das gehört gespeichert.
Kirche ist verbrannt. Einmal Licht an. Weil alchemistische Aufbereitung der Kristallquelle. Das nehmen wir mal mit. Nochmal dasselbe. Okay, hier ist nichts weit versteckt. Wird vielleicht einmal das Ding hier. Das kann ich nicht nutzen. Das hier kann ich auch nicht nutzen. Warum nicht? Warum kann ich die Betten hier nicht nutzen? Ah, dann muss ich hier tatsächlich eine Brezel wieder essen. Okay, lass mal ausbrennen. Aber manchmal sind die gut versteckt und manchmal sind die sehr offensichtlich. Hier geht es einmal nach oben und einmal nach unten. Seelenstein. Ja, also nicht nach oben, aber zumindest hier. Hier geht's auch nach unten. Malachiterz. Eine Murate natürlich. Meine Pfeile bitte wieder haben. Gibt es irgendwie einen Hebel? Okay, wahrscheinlich von oben, also von der anderen Seite, gibt es dann einen Weg dann nach unten. Hätten wir vielleicht die andere Richtung zuerst nehmen sollen. Ja, meistens. Alter. So, hat er was, was ich brauche? Sein Herz. So, blauen Quarz.
Oh, wie schön der da rollt. Kuckuck. Münzhaufen. Silberstahl-Großschwert. Durchsuchen Tomaten. Sternlingshelm. Also ich muss hier jetzt runter? Speicher vorsichtshalber. Mhm, das ist jetzt die andere Seite. Da war aber wirklich kein Hebel. Monate verloren, ne? Einmal dahin gehen, bitte. Den sind wir los. So, wie weit kann ich in die Richtung? Keine gute Idee. Das hier rumzulaufen ist doch schon sehr gefährlich. So, da ist ein Sammelgegenstand. Okay, hoch kommen wir nicht mehr. Okay, kein Wunder, dass 20 haben wir schon, nice. Meine Pfeile nehme ich mal mit, wieder mit. Besser zu viele Pfeile als zu wenig. So. Seine Pfeile nehmen wir auch mit. Keine Ahnung, ob ich es überleben werde. So, wo führt das hier hin? Nirgendwo hin, okay. Ich habe ein ungutes Gefühl.
Wie weit sind wir schon vorgedrungen? Ich habe das Gefühl, hier fehlt noch ein Stück. Sabat Dunkelhand. Keine Ahnung, wie stark der ist. Fette Gefallenen, Klauen der Klicken gefallen. Fettes Perfidier. Warte mal, haben wir jetzt ein zweites Mal Set. Okay. So, ich muss aber auch bei der ersten wieder. Käsestück, nice. Es gibt Essen. Immerhin. Okay, es geht nach unten und da nach oben. Und hier gibt es jede Menge Särge. Mit Klamotten. Halt irgendwelchen Dreck und auch der ein oder andere Brosch nicht mit dabei. Ist eine Rolle der Seelenfalle. Nein! Wieso können wir das nicht machen? Das ist ein bisschen doof. Wie viele Truhen wir jetzt quasi einfach gar nicht öffnen konnten. Dings hier bekommen, oder? Ein Helm. Ist sogar besser als unser Runenhelm. In Rüstwerten. Hier dürfen wir aber nicht hinkommen können, oder?
Da ist der andere, der schießt. Dun, 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 dun. Aua, er hat mich erwischt. Ist zwar feige von mir, aber das waren aber auch ein bisschen viele von denen. Versucht er hier. Hi. So, was mit dem? Den sogar los. Was jetzt mit dem da unten? Da ist er. Okay, das war's. Ektoplasma. So. Ah, komm, hoch. Die haben aber auch nur diese Runendinger, alle. Da war kurz ein alter Pfeil. So, bloß ein Stück Käse. Silber, Stahl, Schlachtaxt des Arkanthorn. Egal, lassen wir. Wir haben mehr als genug Arkanthorn-Dinger. Vielleicht müsste ich mal auf andere Pfeile wechseln. Hier davon haben wir jetzt viel, viel mehr als davon. Die Betten hier nicht nutzen, um zu pennen. So, Wein. Großer Seelenstein gefüllt. Zauberbuch Erdung Rang 4. Der Heilige Orden. Nacht. Nacht haben wir noch nicht. Den haben wir schon. Gesuchenschrank. Artischocke, Ektoplasma, Käfereier, Nachtschatten, Wurzeln.
einzelne Teile. Ja. So, hier. Kann ich nicht kaputt machen, schade. Vielleicht einfach kurz speichern. Noch mehr von denen. Jo, renn. Okay, die haben mich so schnell verloren. Meine Pfeile haben die verbraucht. Super. Waren die da jetzt nur zu zweit oder wie? Kommen da noch mehr? Ich guck mal erstmal hier. Ist das ein Weg? Ne. Kein Weg. Pfeife. So. Ist aber auch nichts mehr von Wert. Irgendwie. Moment. Hier führt es in ein Düstertal. Wohin führt es da lang? Natur, okay. Okay, wir sind dann im Düstertal. So. Ah, okay, hier sind wir rausgekommen. Okay, nice. Das gehört gespeichert. So, und... Kloster hätten wir beendet. Wie viel Platz haben wir noch im Inventar?
Okay, ein bisschen. Sterling? Jo, okay. Die haben mich jetzt überrascht. Die sind aber auch leer. Sternlingsspinnen kommen hier auf einmal vor. Okay. Wo genau bin ich? Da ist wieder ein Beschworener. Und da ist noch mehr Verlorene. Ich würde sagen, ich mache hier jetzt schon einen kleinen Break. Und das kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao. We'll be right back.